confie. Nichts zählt, hat der rumänisch-französische Schriftsteller und Philosoph E. M. Cioran auf die Frage geantwortet, was im philosophisch-existenziellen Sinn im Leben zähle. Er war ein radikaler Skeptiker und vertrat die ebenso nachdenkenswerte wie bedenkliche Meinung, dass nur diejenigen Menschen Überzeugungen besäßen, die nichts richtig vertieft hätten. Ich schreibe nur in Augenblicken, in denen ich absolut verzweifelt bin. Der Ausdruck ist dann für mich eine Erleichterung. Die Bücher, die ich geschrieben habe, sind nur teilweise ich, sind nicht mein ganzes Wesen. Denn ich schreibe nie, wenn ich zufrieden bin oder wenn ich glücklich bin oder begeistert. Wozu? Schreiben ist eine Therapie und meine Therapie ist das Böse. Das heißt, wenn ich das Böse ausdrücke, dann bin ich befreit. Die Angst vor dem Tode ist durch die Todeswollust überwunden. Es ist eine Art von Kur, die ich praktiziere. Wenn ich von Selbstmord gesprochen habe, ich habe immer behauptet, der Selbstmord ist als Idee nur dann wichtig und interessant, wenn man es benutzt, um sich nicht zu töten. Also wenn man sagt, die Möglichkeit, mich zu töten, ist meine große Chance und das macht das Leben erträglich. Also ich bin kein Apologist des Selbstmordes, im Gegenteil. Ich sage, die Idee des Selbstmordes müsste sogar in den Schulen, man müsste den jungen Leuten sagen, sie müssen alles erleiden, weil wenn das Leben unerträglich ist, real, wirklich unerträglich, dann können sie ein Ende machen. Aber solange sie noch kämpfen können, die Idee des Selbstmordes ist eine Hoffnung. Und diese Hoffnung muss man den Menschen nicht wegnehmen. Wenn der Selbstmord nicht existieren würde, ich würde mich dann absolut töten. Aber die Idee des Selbstmords, es war mein ganzes Leben eine Stütze und ein Kumpane. Das Böse, eine Therapie. Der Freitod als Chance. Diese erschreckenden, bitteren und sicher auch teilweise paradoxen Sätze kommen aus dem Mund des Schriftstellers und Philosophen E. M. Cioran. Der Name kann rumänisch, französisch oder auch deutsch ausgesprochen werden. Cioran hat alle drei Formen akzeptiert. Die Kürzel für seine Vornamen werden nicht ausgeschrieben. Das E steht für Emil, beziehungsweise für Emil. Was M bedeutet, ist umstritten. Einige sagen, es stehe für Michel. Es findet sich aber auch die Auffassung, dass sich Cioran das M einfach zugelegt habe, weil E-M besser klinge als nur E. Auch auf Nachfragen seiner Freunde hat er sich dazu nie eindeutig geäußert. Nachzudenken über den Sinn menschlicher Existenz, über Sterben, Tod und ganz besonders Freitod war Cioran's lebenslange Obsession. In seinen zahlreichen Büchern und Interviews nimmt sie breiten Raum ein. Man sollte aus Anstand selber den Augenblick des Verschwindens wählen. Es ist erniedrigend zu erlöschen, wie man erlischt. Es ist unerträglich, einem Ende ausgeliefert zu sein, auf das man keinen Einfluss hat, das uns auflauert, uns niederschlägt, uns ins Unnennbare stürzt. Vielleicht wird die Zeit kommen, da der natürliche Tod durchaus verachtet wird und die Katechismen durch eine neue Formel angereichert werden. Gib uns, Herr, die Gunst und die Kraft, ein Ende zu machen. Die Gnade, uns zur rechten Zeit zurückzuziehen. Cioran hat sich nicht zur rechten Zeit zurückgezogen, aus welchen Gründen auch immer. Er starb im Alter von 84 Jahren genau so, wie er nicht sterben wollte. Friedgard Thoma, die ihn 1981 in Paris kennengelernt und über Jahre hinweg einen Briefwechsel mit ihm geführt hat, erlebte ihn kurz vor seinem Tode 1995 in dem Pariser Pflegeheim und Krankenhaus Broca. Simone, seine Lebensgefährtin, fuhr ihn in einem Wagen in den Garten. Es war sehr schönes Sommerwetter. Er erkannte nichts mehr und keinen mehr, lag nach hinten gekippt in diesem Rollstuhl und Simon schob ihn nun also durch den Park. Ich unterhielt mich dann mit ihr, während er teilnahmslos in seinem Wagen saß
Und wir hielten an einer Ruine, einer Klosterruine, die in diesem Park steht. Und dieses Bild werde ich nie vergessen, wie Cioran im Wagen teilnahmslos neben dieser Klosterruine stand oder saß. E.M. Cioran wird 1911 in Rumänien geboren, in Rajinari bei Hermannstadt. Der Vater ist ein orthodoxer Pope, die Mutter eine glaubensferne, starke Persönlichkeit. Der Junge, der später der vielleicht skeptischste und illusionsloseste Philosoph des 20. Jahrhunderts wurde, mehrfach als Vertreter des Prinzips Hoffnungslosigkeit bezeichnet, erlebt eine unbeschwerte Kindheit inmitten der rauen und wilden Schönheit Siebenbürgens. Ich war sehr unglücklich im Leben, weil meine Kindheit so außerordentlich war. Meine Kindheit für mich, selbstverständlich, ich bin in den Karpaten geboren, in einem Dorf, in einem sehr schönen Dorf, und habe so wie ein wildes Tier gelebt, sozusagen. Ich war ganz frei, meine Eltern waren ganz verständnisvoll, nicht geplagt. Für mich, es ist bis... Ich glaube, dass ich war bestraft im Leben, weil ich so eine Kindheit gehabt habe. Ich muss das bezahlen, man muss immer bezahlen. Und das war der Grund. Ich wollte nie diesem Dorf verlassen. Als ich im Gymnasium in Hermannstadt ging, ich habe so geweint, ich wollte überhaupt nicht, ich wollte dieses wildes Leben im Gebirge und es begann mein Untergang, muss ich sagen. Der Stoß von der Kindheit in diesem Leben. Und auch jetzt, ich bin sehr glücklich, wenn ich eine Handarbeit machen kann, so irgendwo in einem Garten, sowas, alles, was nicht intellektuell ist. Das gefällt mir ungeheuer. Und meine Kindheit war so, es war die Vorzivilisation, ganz, ganz primitives Dorf. Und für mich die Zivilisation war ein Sturz, eine Katastrophe, muss ich sagen. Nach dem Schulbesuch, währenddem er Deutsch lernte, beginnt er ein Philosophiestudium in Bukarest. 1934 erscheint sein erstes Buch. Es trägt den programmatischen Titel »Auf den Gipfeln der Verzweiflung«. Dieses Buch, ich habe mit 21 Jahren geschrieben, ich habe es ganz schnell geschrieben, 2 Monate vielleicht. Was interessant war, es ist eine Mischung von Philosophie und so Poetik. Ein ganz direktes und aggressives Buch. Ein gewisser Skandal. Ich habe geglaubt, als ich das Buch schreibe, dass ich würde auch Selbstmord begehen. Weil ich es geschrieben habe, der Selbstmord war nicht mehr notwendig. Noch eben ein unbeschwerter Junge präsentiert sich Cioran in dieser für ihn so typischen Aphorismensammlung als radikaler und unbestechlicher Sezierer der Defizite und Defekte des Menschen. Über die Gründe dieses fundamentalen Wandels ist viel spekuliert worden. Krankhafte Schlaflosigkeit, Zusammenbruch des Urvertrauens, der von Cioran selbst genannte Verlust der als Paradies empfundenen dörflichen Heimat, eine sich immer mehr beschleunigende, nicht zu bremsende Einsicht in die bodenlosen Abgründe und die Nichtigkeit menschlichen Seins sowie Dürftigkeit und Schäbigkeit bürgerlicher Existenz. Cioran, obwohl immer wieder dazu befragt, ist seinen zahlreichen Gesprächspartnern eine wirklich schlüssige Antwort schuldig geblieben. Gerade 21 Jahre alt wird er in »Auf den Gipfeln der Verzweiflung« bekennen: »Die Tatsache, dass ich lebe, beweist, dass die Welt keinen Sinn hat. Denn wie könnte ich in der Ruhelosigkeit eines übermäßig erregten und unglücklichen Menschen, für den sich alles letztlich auf das Nichts beschränkt und über dem das Leiden als Weltgesetz waltet, einen Sinn aufspüren? Mir ist seltsam zumute, wenn ich bedenke, dass ich bereits zu einem Spezialisten des Todes geworden bin.« 1934 geht Cioran nach Deutschland, zuerst nach Berlin, dann nach München. Es darf in diesem Zusammenhang nicht verschwiegen werden, dass er für kurze Zeit, wie etwa der Dichter Gottfried Benn, im Faschismus eine vitalistische Bewegung gesehen und Aspekte dieser menschenverachtenden und menschenvernichtenden Ideologie für einen Moment bejaht hat. Doch sehr schnell erkennt er seinen Irrtum und die verbrecherische Struktur des Dritten Reiches. Ein Mitläufer oder gar Verfechter des Nationalsozialismus, darin sind sich gerade neuere Forschungen einig, ist er nie gewesen. Verena von der Heidenrönsch, die Cioran in Paris kennengelernt und mehrere Werke von ihm ins Deutsche übersetzt hat, bestätigt dies.
Tyrann war damals sehr, sehr jung. Er war sehr intensiv, fast exaltiert in seiner Art zu sein und zu denken. Und er war, wie am Anfang viele, fasziniert von dieser sozusagen Heilslehre, die da verkündet wurde, die dann in Rumänien ja auch in diesen Kreisen um die Eiserne Garde von Cutreanu ja auch ein bisschen aufgegriffen worden sind. Tyrann war weder Antisemit noch ein Faschist. Nur in jenen Jahren, er war 20, das war der Anfang, es war lange vor dem Holocaust, er war natürlich schon ein bisschen begeistert. Die zwei Winter in der eisigen, düsteren preußischen Stadt wird er später als die verfluchteste Zeit seines Lebens charakterisieren. Schon bald kehrt er deshalb Deutschland den Rücken und geht zurück nach Rumänien. 1937 geht er nach Frankreich, wo er bis zu seinem Tode 1995 gelebt hat. Die knapp 6 Jahrzehnte, die er dort verbracht hat, verliefen äußerst unspektakulär. Er lebt in einer kleinen Mansardenwohnung in der Rue de l'Odéon. Dort ist die Zimmerdecke teilweise so niedrig, dass er, ohnehin schon nicht sehr groß gewachsen, den Kopf beim Umhergehen einziehen muss. Für seinen Lebensunterhalt sorgt seine Lebensgefährtin Simone Bouet. Einer geregelten Arbeit geht er nicht nach. Erst relativ spät erhält er für seine Bücher, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, nennenswerte Honorare. Preise und öffentliche Ehrungen, die ihm mehrfach angetragen wurden, lehnt er konsequent ab. Er begründet dies damit, dass seine Art, die Welt und die Dinge zu sehen, sich nicht mit Auszeichnungen vertrage. Diese Lebenshaltung korrespondiert mit einem Eintrag in den Cahiers, seinen Notizbüchern, vom Herbst 1969 und mit Aussagen aus einem Interview mit Hans-Jürgen Heinrichs, aufgenommen in Paris 1983. Mein Lebensgefühl. Ein völlig unbrauchbarer Mensch. Ich bin zu nichts nütze und will zu nichts brauchbar sein. Es ist bestimmt misslungen, alles, was ich gemacht habe. Aber es musste so sein. Denn sonst es wäre es falsch gewesen. Hätte das ein Ziel gehabt, hätte er das zu etwas hingeführt. Nicht? Dann wäre es falsch. Aber so ist es nun einmal so. Und es musste misslungen, weil alles misslungen ist. Und das ist auch das Interessante am Leben, würde ich sagen. Nicht? Das Scheitern ist fast wesentlich am Leben gewonnen. Und das Scheitern ist wichtiger als der Tod. Es ist ein Universalgesetz des Lebendigen. Nicht? Alles muss scheitern und scheitert. Selbstredend findet sich, wie so oft bei Tyrann, auch ein gegenteiliger Eintrag. Doch das ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Die gegenteiligen Aussagen heben sich auf und bestätigen damit Tyranns Auffassung, dass es wirkliches Sein nicht gibt. Meine Aufgabe besteht darin, die Menschen aus ihrem ewigen Schlaf zu reißen. Obwohl ich weiß, dass ich damit ein Verbrechen begehe und es tausendmal besser wäre, sie darin zu belassen. Auch wenn sie erwacht sind. Ich habe ihnen ja nichts vorzuschlagen. Denn alles ist Betrug. Wenn man diese Gewissheit erlangt hat, ist noch nichts gelöst. Die wirklichen Probleme fangen dann erst an. Und dennoch sollte es, streng genommen, keine Probleme geben. Weder echte noch falsche. Nachdem man den universalen Betrug konstatiert hat. Aber das Sein überlebt die strenge Logik. Das ist sogar das Wesensmerkmal, die Definition des Seins. Das Sein ist das Unglaubliche als Dauerzustand. Schon diese wenigen Zitate und Selbstaussagen, schier endlos vermehrbar, machen deutlich, dass Tyrann kein philosophisches System geschaffen hat, keine Theorie und dies auch nicht wollte. Wer wie er Erfahrungen als Synonym für fortlaufende Enttäuschungen wertet und in der generellen Ablehnung allgemein anerkannter Auffassungen und Meinungen die höchste Tat eines geistigen Lebens sieht, baut nicht an einem akademischen Lehrgebäude, sondern überschüttet alle emsig daran arbeitenden Architekten, Techniker und Handwerker mit Spott und Ironie. Dass der dabei reichlich verspritzte Sarkasmus und Zynismus durchaus massiv ungerecht sein konnte, soll nicht verschwiegen werden. In schneidend klarer, höchst luzider Sprache hat Tyrann unablässig die Unmöglichkeit lebbaren Lebens konstatiert, die daraus resultierenden Probleme analysiert und beschrieben. Sein Leitmotiv ist ebenso das Elend der Schöpfung,
sowie Wunsch und Unfähigkeit, ihr durch ein selbstgewähltes Ende zu entkommen. Nach seiner Niederlassung in Frankreich schreibt er seine Bücher nicht mehr auf Rumänisch und veröffentlicht über Jahre hinweg auch nichts mehr. Erst 1947, nach einem sehr harten, intensiven und jahrelangen Studium des Französischen, in dem er es schließlich anerkanntermaßen zu außergewöhnlicher Meisterschaft bringt, publiziert der 36-Jährige wieder. Sein erstes Buch in dem neu erlernten Idiom nennt er »Précis de décomposition«. Der Dichter und Freund Paul Celan übersetzt die Sammlung von Essays unter dem Titel »Lehre vom Zerfall« ins Deutsche. Bei ihrem Erscheinen 1953 macht sie sofort Furore, erntet sowohl begeisterte Zustimmung als auch schärfste Ablehnung. Die Themen, die Choran in »Lehre vom Zerfall« ausbreitet, prägen auch sein 1969 erschienenes Buch »Le mauvais demiurge«, das auf Deutsch »Die verfehlte Schöpfung« heißt. In diesem Text verwirft er die christlich-abendländische Vorstellung von einer guten Schöpfung und daraus resultierend die Meinung, dass Geschichte letztendlich einen Sinn habe. Für Choran besitzt die Welt weder einen ersten Grund noch einen letzten Zweck. Die Meinung des Redakteurs von Genesis 1 »Und Gott sah, dass es gut war«, wischt er ebenso brutal wie lakonisch mit dem Satz beiseite: »Er hätte nur einmal richtig hinschauen müssen.« Es ist der höchst unvollkommene Zustand der Welt, der Choran an der wohlmeinenden Absicht eines gutwilligen Schöpfergottes grundsätzlich zweifeln lässt. Für ihn ist die Schöpfung völlig verfehlt, Werk eines bösen Demiurgen. »Es ist schwer. Es ist unmöglich zu glauben, dass der gute Gott, der Vater, mit dem Skandal der Schöpfung etwas zu tun hatte. Alles drängt zum Gedanken, dass er nichts dafür kann, dass sie auf einen anderen, skrupellosen Gott, einen korrumpierten Gott weist. Wir können nicht umhin zu denken, dass sie insgesamt ein Fehler ist. Der berühmte Fehltritt, den der Mensch begangen hat, erscheint somit als die verkleinerte Fassung einer weit schwereren Untat. Sein Rasen und Wüten gegen die Welt, wie sie seiner Meinung nach ist, gipfelt in einer Fundamentalkritik von Elternschaft, ganz speziell von Vaterschaft. Das folgende Zitat, dem Kapitel »Der böse Demiurg« seines Buches »Die verfehlte Schöpfung« entnommen, gehört zu den schwärzesten, ungeheuerlichsten und provozierendsten Sätzen der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts. »Wir alle haben sie geerbt. Die Unfähigkeit, bei sich zu bleiben, von welcher der Schöpfer eine so bedauerliche Demonstration geboten hat. Zeugen, das heißt, auf andere Weise, in anderer Größenordnung, das Unternehmen fortsetzen, das seinen Namen trägt. Es heißt, aus beklagenswerter Nachäffung seiner Schöpfung etwas hinzufügen. Die Lepra ist ungeduldig und gierig, sie liebt es, sich auszudehnen. Es ist wichtig, die Fortpflanzung zu entmutigen. Denn die Furcht, dass die Menschheit erlösche, hat keine Grundlage. Was auch geschieht, es wird immer genug Blöde geben, die nichts Besseres wünschen, als sich fortzusetzen. Die kriminelle Aufforderung der Genesis, wachset und mehret euch, konnte nicht aus dem Munde eines guten Gottes gekommen sein. Seit selten hätte er vermutlich empfohlen, wenn er mitzureden gehabt hätte. Die Welt ist nicht in Freude erschaffen worden. Doch zeugt man im Genuss, gewiss, aber der Genuss ist nicht die Freude. Er ist dessen Trugbild. Seine Funktion ist zu mogeln, uns vergessen zu lassen, dass die Schöpfung bis in jede Einzelheit das Siegel jener ursprünglichen Trauer trägt, aus der sie entspringt. Man kann nicht zugestehen, dass ein Gott, ja nicht einmal, dass ein Mensch aus einer Turnübung entspringt, die von einem Grunzen gekrönt wird. Wie seltsam, dass in so langer Frist die Evolution noch nicht imstande war, ein anderes Rezept zu entwickeln. Aber warum hätte sie sich die Mühe gegeben, wo doch die existierende Methode auf vollen Touren läuft und jedem zusagt? Wenn man weiß, was das Schicksal jedem zuweist, steht man verblüfft vor dem Missverhältnis zwischen einem Augenblick der Unachtsamkeit und der ungeheuren Summe von Ungemach, die daraus entsteht. Je mehr man dieses Thema hin und her wendet,
desto mehr kommt man zu dem Schluss, dass nur jene es verstanden haben, die sich für die Orgie oder die Askese entschieden, die Lüstlinge oder die Kastrierten. Wer sich nach diesen maßlosen Tiraden Choran als hasserfüllten Misanthrop vorstellt, irrt gewaltig. Zeitgenossen und Freunde haben ihn ausnahmslos als freundlichen, hilfsbereiten und dem Leben durchaus zugewandten Menschen geschildert. Das scheinbare Paradoxon hat er in den Aphorismus gefasst: Klarsicht entwurzelt den Lebenswillen nicht, bewahre. Sie macht nur zum Leben unfähig. Die Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin Verena von der Heiden-Rünsch, die Choran in Paris kennengelernt und mehrere Werke von ihm ins Deutsche übersetzt hat, bestätigt dies. Es war ein sehr verwunderlicher Mensch, wenn man ihn kannte. Dank seiner Bücher und seiner Essays und seiner Aphorismen hat man sich ihn ganz anders vorgestellt. Choran war ein relativ kleiner Mensch mit sehr, sehr blaugrauen Augen, sehr lebendig, also er bewegte sich sehr schnell und sehr intensiv und war äußerst heiter. Er lachte sehr viel, sehr gerne, sehr lange. Also wenn man ihn gesehen hat, hat man sich gedacht, wie kann er diese doch eher negativ, was heißt eher überhaupt sehr negative Weltsicht schriftstellerisch vertreten und wie ist er anders im Leben? Also sagen wir, dass Choran total gegen das Leben geschimpft hat, rein philosophisch, aber im Alltag das Leben sehr geliebt hat. Er hat uns allen, die wir ihn gut kannten, wirklich mit dem Leben versöhnt. Er hat einmal versucht, mir klarzumachen, warum wir Deutschen keinen Humor haben. Und er sagt, er wäre mit einer jungen Deutschen, während der Besatzungszeit ist er in Paris spazieren gegangen und sie kamen an der Sorbonne vorbei. Und diese junge Dame sagte ja, was ist das denn? Und dann hat er gesagt, es ist ein Bordell für Jungfrauen. Und sie hat das geglaubt. Und dann sagt, sehen Sie, so sind Sie Deutschen. Sie haben keinen Sinn für Ironie. Auch Thomas Knöfel und Klaus Sander, Herausgeber einer von Peter Sloterdijk mit einem Nachwort versehenen CD mit Tondokumenten von E.M. Choran, teilen die Auffassung von Verena von der Heiden-Rünsch. Knöfel hat sich dem radikalen Skeptiker zugewandt, weil Siron einer der Autoren wiederum ist, von dem ich glaube, dass er eine Art Medizin für unheilbare Fälle darstellt, dass er eine Art Pharmakon ist für Leute, bei denen alle anderen Mittel versagen und er mir in sehr schwierigen Stunden, also wenn das Wort Überlebenshilfe überhaupt eine Bedeutung hat, dann würde ich es für mich auf diesen Autor anwenden wollen. Die CD heißt Kaffar. Für dieses französische Wort gibt es keinen vergleichbaren Ausdruck im Deutschen. Am ehesten könnte man es mit Katzenjammer übersetzen. Über die Gründe seines Mitwirkens an dieser CD befragt, antwortet Klaus Sander: Na, das ist natürlich das Besondere an dieser Ausgabe und das, was uns der Herzensangelegenheit war, überhaupt in dieser Form Cioran zu präsentieren und zu veröffentlichen. Dass uns, nachdem wir von ersten Aufnahmen, von der Existenz erster Aufnahmen gehört haben, zumindest in meinem Fall kann ich das sagen, ich eine ganz andere Vorstellung hatte, wie sich diese Stimme anhörte. Und es war eine große Überraschung. Cioran, der in seinen Schriften einer der großen Stilistiker unseres Jahrhunderts geworden ist und immer die sprachliche Perfektion angestrebt hat im schriftlichen Wort, den Aphorismus eigentlich als seine Form entdeckt hat. Das heißt, die Reduktion von Gedanken auf sehr wenige Worte, auf sehr wenige Sätze zu komprimieren, dass demgegenüber im persönlichen Gespräch eine ganz andere Form eigentlich zum Ausdruck kommt. Nämlich, dass ein warmer, heiterer Erzählton, ein fast plauderhafter Gestus. Das Spannende ist, auch gegenüber dieser Opfer, die er für den Stil bringt, dass man in den Gesprächen es praktisch nachfühlen kann, diesen Entstehungsprozess der Gedanken nachempfinden kann, das Suchen und Stolpern und Tasten nach den bestimmten Worten, nach den Begriffen, auch in den jeweilig verschiedenen Sprachen. Diesen Prozess der Gedanken nachzufolgen, das ist, glaube ich, das Spannende und Faszinierende an diesen Aufnahmen. Sich mit E.M. Choran zu beschäftigen, erfordert die Bereitschaft, scheinbar gesicherte Erkenntnisse, scheinbar gesichertes Wissen immer wieder in Frage zu stellen und damit natürlich sich selbst. Andere Autoren mögen vorhandene Sicherheiten und Gewissheiten bestärken. Der wahrscheinlich radikalste Skeptiker des 20. Jahrhunderts hat genau das Gegenteil im Sinn. Friedgar Thoma antwortet auf die Frage, warum Choran gerade heute gelesen werden sollte.
weil er einem die Kraft gibt, gegen etwas zu sein. Das ist in jeder Zeit wichtig, gegen gängige Meinungen zu sein, gegen diese brave Attitüde der Bürger. Das ist immer, sei es jetzt im Werther oder bei Choran, das ist immer sinnvoll, zu lernen, gegen etwas aufzutreten. Auch wenn man es nicht so brillant kann wie Choran in seinen Aphorismen. Und ich finde es auch sogar, also trotz des Wissens, dass Choran nicht so sterben konnte, wie er es in seinen Aphorismen formuliert hat. Auch das macht die Aphorismen nicht unglaubwürdig. Die Diskrepanz muss man eben aushalten. Wer also Erbauung und Bestätigung sucht, sollte dieses Höllenfeuer permanent verstörender Reflexion strikt meiden. Wer hingegen weder Angst noch Bedenken hat, sich den Gefahren von Skylla und Charybdis auszusetzen, dem Strudel eines ebenso bohrenden und verzehrenden wie auch desillusionierenden und hellsichtigen Gedankenstromes, der wird diesen Autor immer wieder mit großem Gewinn zur Hand nehmen. Preisgabe und Verneinung aller scheinbar tradierten philosophisch-existenziellen Wahrheiten, Entlarvung aller Sicherheiten als Scheinsicherheiten, war seine lebenslange Obsession. Susan Sontag, die einen klugen und einfühlenden Essay über Choran geschrieben hat, hat dessen lebenslangen Antrieb zum Schreiben in einem antiken Bild gefasst. Philosophie wird zum gemarterten Denken. Ein Denken, das sich selbst verschlingt und trotz oder vielleicht wegen dieser wiederholten Akte des Selbstkannibalismus unbeschädigt fortbesteht und sogar gedeiht. Im Passionsspiel des Denkens spielt der Denker ebenso wohl die Rolle des Protagonisten wie die des Antagonisten. Er ist zur gleichen Zeit der leidende Prometheus und der ungerührte Adler, der dessen unablässig erneuerte Eingeweide verzehrt. Zwei Aphorismen, ausgewählt aus vielen hundert anderen, die es ebenfalls verdient hätten, hier abschließend zitiert zu werden, mögen diese Auffassung bestätigen. Das Leben wäre erträglich innerhalb einer Menschheit, die keine Illusionen mehr auf Lager hätte, einer vom Trug abgekommenen und darüber entzückten Menschheit. Und? Was ist eine Antwort? Eine Basis für zwei neue Fragen.